Frau Präsidentin, meine Damen und Herren, liebe Kolleginnen und Kollegen! Vielleicht noch mal vorab noch, CETA ist technisch bereits vor 2 Jahren zu Ende verhandelt worden. Kann man mal sacken lassen. Es ist gut, dass Sie jetzt Zusatzvereinbarungen, Zusatzerklärungen dazu in den Vertragstext begleitend hinzugekommen sind zu den Bereichen Investitionsschutz, Arbeitnehmerrechte, öffentliche Dienstleistungen usw., so die klarstellende Funktion haben, gleichwohl rechtsverbindlich sind. Und noch einmal, das ist gut so. Gut ist aber auch, dass das Bundesverfassungsgericht ganz klar gesprochen hat. Und zwar sämtliche Eilanträge in Sachen CETA sind am 13.10. erfolglos geblieben. Und das, meine Damen und Herren, ist eine krachende Niederlage vor dem Bundesverfassungsgericht, unter anderem auch für die Linksfraktion, die in Prozessstandschaft dort nämlich agiert hat. Und das Bundesverfassungsgericht hat damit ganz klar auch der Chance den Weg bereitet, die Globalisierung endlich mit Regeln auch zu bedenken und dies mit Regeln zu setzen. Die Bedingungen, die Auflagen des Bundesverfassungsgerichts sind sicherzustellen, dass erstens ein Ratsbeschluss über die vorläufige Anwendung nur Bereiche umfassen wird, die in die Zuständigkeit der EU fallen. Zweitens, bis zu einer Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts in der Hauptsache sollen die EU-Mitgliedstaaten ausreichenden Einfluss auf die Beschlüsse des CETA-Ausschusses bekommen. Und drittens, die Bundesregierung erklärt, dass sie die vorläufige Anwendung beenden kann, wenn die Ratifizierung hier bei uns in Deutschland, da möge Gott und wir alle davor sein, scheitern sollte, meine Damen und Herren. Diese Vorgaben, insbesondere die ersten beiden, sind wenig überraschend, sind ohnehin bereits vereinbart oder auch in Gesetzeswerken geregelt. Was nun die dritte Auflage des Bundesverfassungsgerichts anbelangt, in Bezug auf die Möglichkeit einer einseitigen Beendigung der vorläufigen Anwendbarkeit, ist zu sagen, dass diese ohnehin erst nach Zustimmung des Europäischen Parlaments zu CETA eintreten wird. Und das entspricht doch gängiger Praxis, diese Zustimmung des Europäischen Parlaments erst abzuwarten, bevor politisch bedeutsame Freihandelsabkommen wie CETA eben es sind, vorläufig angewendet werden. Dies verschafft dem Abkommen die erforderliche demokratische Legitimation auf EU-Ebene. Und da muss man sich wirklich einmal die Frage stellen, mit Blick auf die Linksfraktion, wie sie sich überhaupt zu dem europäischen Projekt, zu Europa insgesamt stellt. Sprechen Sie allen Ernstes den Kolleginnen und Kollegen im Europäischen Parlament die demokratische Legitimation und auch die demokratische Kompetenz und Fähigkeit ab, Entscheidungen zu treffen? Ich hoffe wohl, dass das nicht so ist, meine Damen und Herren. Die vorläufige Anwendung könnte somit, und das ist meine Hoffnung und auch meine Zuversicht, in der ersten Jahreshälfte 2017 wirksam werden. Ich bin zuversichtlich, dass das bis Ende dieses Monats, 27., 28., 10. auf dem EU-Kanada-Gipfel stattfinden wird und dass es dort eine Unterschriftsleistung geben kann, meine Damen und Herren. Was die Obstruktionshaltung in dem Regionalparlament in Belgien, der Wallonie, anbelangt, ich glaube schon, dass auch dort gute Argumente die Kolleginnen und Kollegen dort überzeugen werden von CETA und dass dort auch letztlich das nicht mehr im Wege stehen wird, die Haltung, die wir da im Moment noch sehen. In den Erwägungsgründen des Bundesverfassungsgerichts heißt es, es sei naheliegend, dass sich ein Verbot der Unterzeichnung von CETA durch die Bundesregierung negativ auf die europäische Außenhandelspolitik und die internationale Stellung der Europäischen Union insgesamt auswirken würde. Und das Bundesverfassungsgericht führt dann weiter aus, die zu erwartende Einbuße an Verlässlichkeit sowohl der Bundesrepublik Deutschland als auch der EU insgesamt könnte sich dauerhaft negativ auf den Handlungs- und Entscheidungsspielraum aller europäischen Akteure bei der Gestaltung der globalen Handelsbeziehungen auswirken. Meine Damen und Herren, wir sollten uns klar machen, dass es längst nicht mehr darum geht, über einen Streit über völkerrechtliche Abkommen zwischen zwei Staatengebilden, sondern es geht um die Glaubwürdigkeit der EU insgesamt. Kommt zu der Eurokrise, der Migrationskrise auch noch eine veritable Handelskrise hinzu, die letztlich unseren Wohlstand, den wir hier in Deutschland und in anderen Teilen Europas genießen können, leichtfertig und völlig unmotiviert und unnötig aufs Spiel setzt. Das kann nicht im Interesse der europäischen Bürgerinnen und Bürger sein, meine Damen und Herren. Und deswegen schließe ich mit einer Bemerkung der EU-Handelskommissarin Cecilia Malmström, die zu Recht gesagt hat, wenn es uns nicht gelingt, mit dem proeuropäischsten Land der Welt, mit dem wir auch in anderen Bereichen wie Klimaschutz
oder auch bei der Bewältigung der Flüchtlingskrise sehr eng zusammenarbeiten, ein Freihandelsabkommen zu beschließen, werden sich die anderen Staaten auf der Welt fragen, ob die EU überhaupt noch ein verlässlicher Partner für uns auf der Welt ist. In so einer Welt, in so einem Europa, auch in so einem Deutschland möchte ich nicht leben und Abgeordneter sein. Deswegen halte ich es für unsere Aufgabe als verantwortungsbewusste Politiker, hier den Weg frei zu machen und die Freihandelsabkommen zu unterstützen. Herzlichen Dank. Vielen Dank, Peter Bayer. Nächster Redner, Dirk Wiese für die SPD-Fraktion.